Ja, die Frage hat es ja schon erklärt. Wer hat heute schon ein Bier bestellt? Deswegen auch vorweg, das ist kein Karton, das ist kein Bauchladen, es ist eine Theke. Wenn Ihre Vorstellungskraft dazu nicht ausreicht, einfach rechts und links orientieren, da sieht man das Vorbild dieses Bauexemplars. Und zwar wollte ich Ihnen jetzt auch zeigen, dass alltägliche Sachen sehr spannend sein können und nicht nur unalltägliche Sachen wie Photonenstrahlen und Warpantrieb. Wir haben in unserem EU-Forschungsprojekt James nämlich ergründet, wie man Biere oder allgemein Getränke bestellt, um daraufhin einen Barkeeper-Roboter zu bauen. Weil Roboter sind noch nicht ganz so höflich wie normale Menschen. Ein normaler Roboter arbeitet stapelweise ab. Das heißt, hier kommt Person A und sagt, hallo, ich hätte gern ein Bier. Und dann kommt Person B und sagt, ich hätte gern auch ein Bier. Und dann kriegt Person B zuerst das Bier. Und im echten Leben sieht es dann so aus, Person A sagt, ich hätte gern ein Bier. Person B möchte auch ein Bier. Und dann sagt Person A plötzlich, hey, hat die sich vorgedrängelt? Und damit das nicht passiert, sind wir tatsächlich in Lokale gegangen oder auch in Diskotheken, wie unter anderem hier im Ringlockschuppen, und haben Leute belästigt. Wir haben sie gebeten, sich beim Bestellen filmen zu lassen und haben das Ganze ausgewertet. Und dann haben wir tatsächlich dazu noch eine Umfrage gemacht und die Frage geht auch an Sie. Wie würden Sie ein Bier bestellen, beziehungsweise wie würden Sie auf den Barkeeper zugehen? Es gab in unserer Umfrage folgende Möglichkeiten. Kundin Nummer 1. Hallo? Und Kundin Nummer 2. Entschuldigung, hallo? Hallo? Nee, ich war zuerst da, dankeschön. Hallo? Nun, das sind die Antworten, die Leute gegeben haben. Aber im wahren Leben sah es tatsächlich so aus. Ja, hallo, ich hätte gern ein Bier. Dann kommt der Barkeeper. Bitteschön. Danke. Geld wird rausgekramt. Auf die Theke gelegt. Und das war's. Man sieht also, dass es gar nicht so wild rumgestikuliert wird und dass auch gar nicht so viel wild rumgeschrien wird. Dass das eigentlich auch nicht der Normalfall ist, zeigt folgende Interaktion. Man muss sich jetzt vorstellen, dass einige der Bars, wie hier im Ringlockschuppen, mehrere Meter lang waren und dass der Barkeeper gechillt auf der Ecke stand und geguckt hat, ob sich Leute nähern und sich von der anderen Seite ein Kunde angenähert hat. Entschuldigung, der Barkeeper hat ihn gesehen, ist rübergekommen, ja bitte. Dann hat er gesagt, ein Bier. Und dann sagt der Barkeeper, gerne, hätte es auch da hinten bestellen können. Sowas ist alles vorgekommen, während wir unsere Daten gemacht haben und unsere Leute belästigt haben. Und was das dann genau mit dem Roboter zu tun hat und warum Menschen und Roboter eigentlich im Kopf gleich denken, das würde ich Ihnen demnächst im zweiten Vortrag präsentieren. Dankeschön.